Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. Wir sind wieder mal in Crystarium, denn ich habe nur die benötigten Materialien für unsere modifizierten Moven-Werkzeuge besorgt. Und ja, dafür müssen wir jetzt erstmal kurz die Werkzeuge ablegen. Und mit Cora Zeu sprechen. Theo, schön dich wiederzusehen. Scheinbar hast du alle Materialien beisammen. Wenn du sie mir zusammen mit deinem Moven-Werkzeug kurz geben würdest, könnten wir mit der Verbesserung anfangen. Bitteschön. Vielen Dank nochmal für deine Mithilfe. Im Vergleich zum letzten Schritt bin ich tausendmal nervöser, auch wenn ich das kaum für möglich gehalten hätte, aber ich weiß, dass ich es schaffen kann. Ich hätte nie gedacht, dass unser ethero-sensibles Material so rein sein würde. Nicht mal ich habe jemals so ein Werkzeug hergestellt. Da komme ich auf meine alten Tage noch in Staunen. Also dann, ich leih mir mal das Moven-Werkzeug und die Materialien kurz aus und erledige die Verbesserungen in der Schwarzeisenschmiede. Bin gleich wieder zurück. Und zum Abschluss etwas davon. Die Arbeiten in der Schmiede sind erledigt und wir konnten das Moven-Werkzeug erneut erfolgreich verbessern. Eine Frage geht mir aber nicht aus dem Kopf, Greenold. Am Ende habt ihr so feierlich eine Flüssigkeit auf das Werkzeug geträufelt. Was genau war das? Ah, das war die pure Essenz meiner Handwerkskunst. Extra natives Öl von höchster Reinheit für den letzten Feinschliff. Fantastisch! Euch gibt wirklich kein einziges Detail. Mit solcher Hingabe können ja nur extra gute Werkzeuge entstehen. Theo, schau du es dir auch gerne mal an. Es leuchtet. Ha, sieht doch gut aus. Ich brauche nur zu sehen, wie du das Werkzeug hältst und erkenne direkt, dass es perfekt zu dir passt. Scheint, als hättest du erfolgreich ein Werkzeug erschaffen, das sich wie ein Teil seines Besitzes anfühlt. Bei deinem Geschick hatte ich aber auch nichts anderes erwartet, Cora Zoll. Nun zu dir, Theo. Dieses Werkzeug ist in der Lage, deine Leidenschaft und Absicht zu spüren und, wenn auch selten, dein Talent zu verstärken. Diese Eigenschaften verdankt es dem reinen, ethero-sensiblen Material, welches uns die Handelsgesellschaft besorgt hat, und meinem geheimen Veredelungsöl. Oh, dafür habt ihr also das Öl benutzt. Sagt, wie kommt ihr nur immer auf diese unglaublichen Ideen? Du magst es vielleicht nicht glauben, aber diese Inspiration kam mir in einem richtig komischen Traum. Ich hatte all meine Haare verloren und arbeitete schweißgebadet an einer neuen Waffe. Dann plötzlich tauchte ein muskulöser Mann auf und schmierte mich von oben bis unten mit Öl ein. Nachdem ich vor Schreck aus meinem Bett gefallen war, kam mir die Idee mit dem Veredelungsöl. Ja, wer war das nur? Quinana hat mir berichtet, dass ihr gute Fortschritte mit den Werkzeugen macht. Sehe ich richtig, dass ihr gerade wieder ein neues Stück fertiggestellt habt? Das freut mich sehr zu hören. Auf, dass diese Werkzeuge der Industrie einen Aufschwung geben und unsere Zusammenarbeit weiterhin bestehen bleibt. Hätte ich nicht besser sagen können. Viel zu lange diente Norfrans Kunsthandwerk und Handel ausschließlich dem nackten Überleben, damit sich diese Welt noch einen einzigen Tag weiterdreht. Aber jetzt ist diese Zeit endgültig vorbei. Jetzt können wir gemeinsam Hand in Hand diese Welt zu einem besseren Ort machen. Gemeinsam, Hand in Hand. Ich meine natürlich die Hilfe des Kriegers der Dunkelheit auf dem Meeresgrund und selbstverständlich auch die Materialien, die ihr für uns bereitgestellt habt. Wollen wir nicht erstmal im Sternhagel auf den Erfolg anstoßen? Ich danke für die Einladung, aber ich vertrage keinen Alkohol. Darüber hinaus muss ich die Pläne für die nächste Verbesserung vorbereiten und was nachschlagen wollte ich auch noch. Ich könnte euch wirklich nie Ruhe gönnen, was? Das war früher schon nicht anders.
Ich für meinen Teil merke schon jetzt, wie sehr ich meine Kunst als Handwerkerin dank all eurer Hilfe verbessern konnte. Aber sowohl ich als auch die Mobile-Werkzeuge sind noch lange nicht am Ende. Lasst uns mit vereinten Kräften die Zukunft dieser Welt verbessern, ein Werkzeug nach dem anderen. So, und dafür gibt es jetzt die Kristallin-Spitzhacke. Moven verifiziert. So, und die kann man auch färben. Im Anschein noch. Die ist Level 620. Und sie leuchtet. Ja, sehr hübsch. So, jetzt ist die Frage, was passiert, wenn wir die färben? Leuchtet die dann in dieser Farbe, oder? Ne, Moment. So. Das heißt, die Waffe gezogen lassen. So. Wenn wir es jetzt zum Beispiel mal rot machen. Also, nee, es färbt nur der Griff. Okay. So, dann. Ja, machen wir weiter mit dem Gärtnerwerkzeug. Das haben wir ja auch noch. So. Die möchten wir natürlich auch verbessern. So. Das kennen wir ja schon. Wo wir die Materialien herbekommen. So. Dann müssen wir die aber noch wieder ablegen. So, schön dich wiederzusehen. Scheinbar hast du alle Materialien beisammen. Genau. Also dann, ich leime das Movenwerkzeug und die Materialien kurz aus und erledige die Verbesserung in der Schwarzeisenschmiede. Bis gleich. Die zweite Verbesserung hat auch diesmal ohne Probleme geklappt. Bitte seht her, ein kristallinen Handball in eurem neuen Glanz. Scheint, als ob es sich fast wie von selbst führen lässt. Es ist mir eine riesige Ehre, solche Werkzeuge herstellen zu dürfen. Du glaubst nicht, wie dankbar ich dafür bin. So, Kristallin-Handball, auch Level 620. Wunderbar. So. Dann legen wir die auch mal an. Ja, die leuchtet auch recht schön. Gut, und dann noch zum Fischer. Dann nehmen wir mal das. So. Gut, das kennen wir alles. So, die Fische und die Teile haben wir schon besorgt. So, dann mal los. Die zweite Verbesserung hat auch diesmal ohne Probleme geklappt. Bitte sehr, eine Kristallin-Angelrute im neuen Glanz. Scheint, als ob es sich fast wie von selbst führen lässt. Es ist mir eine riesige Ehre, solche Werkzeuge herstellen zu dürfen. Ja, sie ist unglaublich dankbar, hast du schon erwähnt. So, die ist auch Level 620. Wunderbar. So, Mobile-Werkzeug, Kristallin, Angelrute. Ja, die leuchtet auch recht schön. Gut, dann haben wir ja tatsächlich erstmal unsere ganzen Werkzeuge für
den Minenarbeiter, Gärtner und den Fischer erledigt. Ja, weiter geht's dann mit dem nächsten Patch irgendwann. Dann jetzt noch andere Sachen, denn ich habe noch ein bisschen was besorgt nebenbei. Und zwar einmal, erstmal hier, den Himmelblaurücken. Ein Jungvogel, der vor nicht allzu langer Zeit in den Siladäen geboren wurde. Ja. Kleines neues Pet. So. Dieser junge Blaurücken, der auf einer Insel der Siladäen geschlüpft ist, sollte ursprünglich als Vieh gehalten werden. Aber sein Überschuss an Küken führte dazu, dass er umgesiedelt wurde. Da er zu einer flugunfähigen Spezies gehört, hat er seine Vorliebe für Abenteuer außerhalb der Insel. Aha. So, was macht es denn? Können wir den auch streichen irgendwie so? Gut, das ignoriert er total. Anstupsen. Da läuft er irgendwie weg. Oder war es nur Zufall? Na, das war nur Zufall. Gut, wir können natürlich auch noch futtern. Ah, jetzt freut er sich. Gut, dann noch ein Pet, und zwar die Mauritius-Puppe. Mühelos schön anzusehen, fällt Mauritius nicht schwer. Eklig jede Mühe dagegen sehr. Aha. So, diese Marionettenpuppe wurde von Chardean als Arbeitskraft für das Pioniersprojekt Inselparadies zur Verfügung gestellt. Da sie jedoch weder besonders stark noch klug ist, besteht ihre vornehmliche Aufgabe darin, süß auszusehen. Wow, was für eine schwere Aufgabe. Und wirklich süß finde ich sie auch nicht. Ups. So, wo ist sie? Da ist sie. So, streicheln, da guckt sie nur. Anstupsen. Okay. Ja, die Mauritius-Puppe. Dann erst noch die Reittiere, das Paradies-Mandragora. Nur in einem wahrlich paradiesischen Ort konnte diese Mandragora eine solche Größe erreichen. So, dafür müssen wir erstmal raus, weil hier können wir nicht fliegen. So, da ist sie. Als Spross des sagenumwobenen Hauses der Paradies-Mandragoras reift dieses Exemplar dank bester Wetterbedingungen zu gewaltiger Größe heran. Nun bleibt zu hoffen, dass kein Gemüsehändler des Inselparadieses entdeckt und sich einfallen lässt, mit der prächtigen Knolle auf dem Markt ein Vermögen zu verdienen. So, natürlich kann es auch fliegen. Und als Reittiermusik besitzt es die Inselparadies-Musik. So, dann haben wir allerdings noch die Paradies-Zwiebel. Nur in einem wahrlich paradiesischen Ort konnte dieser Prinz Zwiebel eine solche Größe erreichen. So. Aller höfischen Erziehung zum Trotz machte er seinen Eltern als rebellisches Junggemüse das Leben schwer. So schickten sie ihn fort aus dem komfortablen Inselparadies und verboten ihm zurückzukehren, bis er jemanden gefunden hat, von dessen Heldentaten er lernt, was es bedeutet, eine Zwiebel von wahrer Größe zu sein. Okay, interessanter Text. Na gut, dann sorgen wir mal dafür, dass es eine wahre, heldenhafte Zwiebel wird. Auch wenn er irgendwie etwas besorgt aussieht. Aber naja. Gut, das war's dann auch erstmal mit den Reittieren und Begleitern. Ja, dann war's das für diese Folge auch schon. In der nächsten Folge geht's dann mit etwas anderem weiter. Mal gucken, was sich da noch so auftreiben lässt. Dann ja, bedanke ich mich mal wieder fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute! Mit Dämonen der Dunkelheit werden wir in die Welt des Lichts einfallen, um endlich vom Tod zu kosten.